Liebe Schwestern und Brüder, die Geschichte, die wir im alttestamentlichen Buch der Könige finden, ist sehr beeindruckend und berührend. Ich glaube, man kann sie mit den Geschehen des heutigen Gründonnerstags und der ganzen Karwoche vergleichen. Der Prophet Elia will sein Leben retten. Er geht in die Wüste voller Angst. Er ist total erschöpft. Dort legt er sich unter einen Ginsterstrauch und wünscht sich den Tod. Ich möchte dieses Bild von Ginsterstrauch als das Symbol des Kreuzes und den Berg Horeb als Kalvarienberg sehen. Dann findet Elia Zuflucht im Schatten des Kreuzes. Denn im Kreuz ist das Heil. Ferner spricht der Engel des Herrn: Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Steh auf und iss. Heute am Gründonnerstag denken wir an ein solches Brot, das uns als Christen Leben und Kraft schenkt, die heilige Eucharistie. Auch wir sind oft in unserem Alltag erschöpft und ratlos wie Elia. Wir haben Angst und Alltagssorgen. Jesus Christus sagt zu uns heute: Nehmet und esset, nehmet und trinket, sonst ist der Weg zu weit für euch. Der Tag der Gründung der heiligen Eucharistie lädt uns heute ein, ihn zu empfangen und der Kraft für unseren Alltag zu schaffen. Ich lade Sie ein, heute diese Bibelstelle von Elia zu lesen und meditieren. Gerade in einer Zeit, da wir die heiligen Eucharistie nicht empfangen können, kann das Wort der Heiligen Schrift Nahrung und Trank sein.